Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, wie ich finde. Mein Name ist Sophie Schönwiese und heute möchte ich dich einfach mal auf eine Reise mitnehmen und dir zeigen, was alles möglich ist. Genau genommen auf meine Reise. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich habe schon so viel erlebt. Danke, dass ihr euch übrigens auch den Podcast vom letzten Mal angehört habt, auf meinem anderen Kanal, Sophies, das Farbenfrohe Leben. Und heute möchte ich dir ein bisschen was von meiner Selbstständigkeit erzählen. 2020, direkt in der Corona-Krise, habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Reiki-Tätigkeit. Und da gab es sehr viele Stimmen dagegen oder nicht direkt dagegen, aber es kam sehr viel Widerspruch, dass ich da nicht genug verdient werde, etc. Und ich sage euch nur eines, ich habe auf mein Herz gehört. Und wenn man auf sein Herz hört, dann ist so viel möglich, dann ist eigentlich alles möglich. Wenn du ein klares Ziel, eine Intention und auch eine Intuition hast, der du nachgehst, dann kannst du so viel erreichen. Und das Leben ist so wunderschön. Es gibt so viele Orte und Tiere, Menschen und Pflanzen. Das Wasser, die Sonne, der Baum und was alles. Es gibt so viel Schönes auf der Welt. Und ich finde, es ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir den Fokus auf das Gute, Echte und Schöne lenken dürfen. Und es ist an der Zeit, dass wir uns selbst wahrnehmen, dass wir wieder die Lebensfreude hervorholen aus dem Kämmerlein. Das ist unser Geburtsrecht. Wir dürfen glücklich sein. Auch wenn auf der Welt einiges schief läuft, und so dürfen wir trotzdem unser Leben so gestalten, wie es uns gefällt. Und wir dürfen hinausgehen, die Natur wahrnehmen und spüren. Seitdem ich selbstständig bin, seit 2020, hat sich mein Leben zum Positiven verändert. Ich habe das Hamsterrad verlassen. Ich habe mich für ein Leben der Langsamkeit und des Rückzugs auch entschieden. Ich habe mich für ein Leben der Freude und der Liebe entschieden. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich erkannt habe, dass wir nicht hetzen müssen. Wir dürfen uns Zeit und Raum für alles nehmen. So viel Zeit, wie wir benötigen. Wir dürfen uns wieder verbinden mit den Menschen, die wir lieben. Ich war immer schon ein Mensch, der sehr langsam und sehr feinfühlig war und auch immer noch ist. Und eine Zeit lang habe ich meine Langsamkeit versteckt. Ich wollte sie nicht als das anerkennen, was sie eigentlich ist. Die Langsamkeit und der Rückzug sind eigentlich sehr, sehr schöne Dinge. Wir dürfen dankbar sein, dass wir leben dürfen. Es ist ein Geschenk, auf dieser Welt zu sein. Und es ist ein Irrtum, dass alles immer so schnell gehen muss. Ich weiß, die Welt ist voller Hetze und überall sind Menschen, die von einem Ort zum anderen hetzen. Und da fällt es oft schwer, sich daraus zu nehmen und nicht in diese Falle zu fallen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die Langsamkeit nicht als komisch oder als schlecht ansehen, sondern die Langsamkeit ist eigentlich das Kostbarste und Schönste. Denn was gibt es Schöneres, sich Zeit für das zu nehmen, was wir wirklich lieben? Und seitdem ich mich mit mir selbst beschäftige, seit ich die Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt habe und seitdem ich auch den Minimalismus für mich entdeckt habe, habe ich erkannt, dass ich mich nicht der Gesellschaft anpassen muss. Ich habe
seit ich selbstständig bin, so viel Zeit. Und es gibt Menschen, die fragen mich, ob ich jetzt nicht zu viel Zeit habe. Und ich habe darüber nachgedacht, man kann nicht genug Zeit haben. Man kann nicht zu viel Zeit haben, meine ich. Wir alle Menschen haben 24 Stunden am Tag. Das ist für uns alle gleich. Und es ist die Frage, was wir mit diesen 24 Stunden machen wollen. Ob wir jetzt alles gehetzt machen wollen, ob wir den Coffee to go schnell hineinstülpen vor dem nächsten Meeting-Termin oder ob wir uns Zeit für das nehmen, was wir wirklich lieben, für unsere Familie, für unsere Kinder vielleicht oder für unsere Freunde, für unseren Partner, für unsere Eltern. Ob wir uns mit der Natur verbinden wollen, das sind alles Entscheidungen, die wir jeden Tag aufs Neue treffen dürfen. Wir dürfen uns für ein Leben der Langsamkeit entscheiden. Ich sage nicht, dass das Leben der Langsamkeit der einzige wahre Weg ist, aber für mich ist ein Leben der Langsamkeit ein Leben voller Freude und voller Liebe. Weil ich die Sachen, die ich mache, mit all meinem Sein spüre. Wenn ich wirklich in meiner Mitte bin, dann mache ich die Sachen, die ich praktiziere und die ich mache, mit all meiner Liebe. Und das geht nicht, wenn wir gehetzt sind und wenn wir immer alles ganz schnell und nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Da verlieren wir uns in der Hetze, da gehen wir unter. Und wie gesagt, ich weiß, die Welt ist so schnell und so laut. Und da ist es, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns pro Tag mindestens eine Stunde Zeit für uns selbst nehmen. Das ist weder egoistisch, noch ist das was in ich ist. Es ist einfach dein Recht, dir Zeit für dich zu nehmen. Und unterschätze das nicht. Deine kostbare Lebenszeit ist so kostbar und du darfst jeden Tag aufs Neue entscheiden, was du mit deinen 24 Stunden machen möchtest. Und wie gesagt, man kann nicht zu viel Zeit haben. Ich weiß, viele denken, Zeit ist eine Illusion, aber trotzdem, wir sind jetzt in diesem Moment, sind wir inkarniert auf der Erde und in dieser Zeit dürfen wir das Schönste und Beste und Liebevollste herausholen. Und deswegen frage ich dich, was liebst du und was möchtest du vom ganzen Herzen tun? Was möchtest du noch erreichen in deinem Leben? Was sind deine Herzensziele? Schreib dir das gerne auf. Mir hat das auch geholfen, so Tagebuch zu schreiben, einfach alles aufzuschreiben, was mir einfällt. Und dazu lade ich dich auch ein, dass du einfach alles aufschreibst, was dir einfällt, was du noch erreichen möchtest. Und wir unterschätzen oft die Macht der Gedanken und der Worte. Das ist so machtvoll. Alles, was wir denken, kann eintreffen. Ich will dir damit jetzt keine Angst machen. Negative Gedanken gehören zu unserem Leben auch dazu. Aber es ist wichtig, dann wieder die positiven Gedanken hervorzuholen und zu wissen, dass wir in jeder Sekunde können wir unser Leben verändern. Unser Leben ist in ewiger Wandlung. Wie gesagt, wir können uns Tag für Tag neu entscheiden für ein erfülltes Leben. Ja, heute wollte ich dir einfach nur ein paar Gedanken mitgeben, die so gerade in meinem Kopf sind und die auch Mut machen, wenn du vielleicht etwas langsamer bist als die anderen. Das ist keine Schande, das ist im Gegenteil, das ist ein Geschenk. Das zeigt nur, dass du sehr feinfühlig und ja, dass du ganz besonders bist. Wir sind alle Menschen, sind auf die andere Weise besonders und das finde ich so toll, dass an den Menschen, es ist jeder Mensch ein individuelles Wesen. Und ich wiederhole das jedes Mal, aber es ist einfach so schön. Deswegen, du bist wundervoll. Und mit diesem Satz möchte ich auch diesen Podcast oder dieses Video beenden. Ich hoffe, dir haben die Aufnahmen gefallen und du konntest dir aus diesem Podcast oder diesem Video
einiges mitnehmen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wie spät es bei dir ist. Ich drücke dich und umarme dich in die Ferne. Alles Liebe, deine Sophie.